Er kodiert Daten in einem Kreuzworträtsel. Das ist schon ziemlich clever. Es dürfte klar sein, was dahinter steckt. Bankkonten in irgendwelchen Steuerparadiesen, gefakte Stiftungen, Briefkastenfirmen, alles, womit sich im großen Stil Geld waschen lässt. Also eins ist jedenfalls klar. Wenn wir ihn damit rankriegen, dann dürfte es ziemlich leicht sein, ihn zu überzeugen, uns die 90 Millionen zu erlassen. Falsche Lösung in den Kreuzworträtseln. Da muss man erst mal drauf kommen. Tja, manchmal hat Langeweile eben auch ihr Gutes. Ich wäre sonst nie auf die Idee gekommen, mit dasselbe Rätselheftchen zu schnappen. Tja, und die teuren Privatschulen haben sich auch endlich ausgezahlt, was? Was meint ihr? Wir könnten die Lösung von Jos abschreiben. Das dürfte schwierig werden. Und selbst wenn, da hätten wir gerade mal eine Seite mit Eintragung. Berg hat davon garantiert Hunderte. Wir sind kurz zu knacken, da brauchen wir so viele Seiten wie möglich. Ja. Und dann ist er dran. Scheiße, hat die Kamera gesehen. Was? Blödsinn. Und warum hat er uns gerade direkt angestarrt? Er hat euch immer wieder völlig umsonst ins Hemd gemacht. Was man so hört, ist Berg ja nicht gerade zimperlich, wenn ihm jemand in die Quere kommt. Umso mutiger, dass du dich bereitwillig mit ihm getroffen hast. Mutig. Ich wollte verhindern, dass wir den Familienstammsitz verlieren. Trotzdem. Hattest du gar keine Angst? Nein. Diese Rätsel sind unsere einzige Chance. Ja, aber selbst wenn wir sie haben, die Daten sind kodiert. Kriegst du das hin? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Die Frage ist erstmal, wie kommen wir in die Dinge ran? Wir könnten jemanden engagieren, der bei ihm einbricht. Vergiss es. Hast du die Security von dem gesehen? Die sehen doch alle aus wie Ex-KGBler. Ihr denkt viel zu kompliziert. Wir alle kennen doch Bergs Schwäche. Jetzt kommen wir nicht wieder mit Elisabeth. Ja. So abartig es scheinen mag, aber irgendwas scheint er an ihr gefressen zu haben. Wir können aber unmöglich von ihr verlangen, schon wieder die Beweise für uns zu beschaffen. Elisabeth? Mhm. Kann es sein, dass die Verbindung zwischen dir und Berg, dass die ganz speziell ist? Vielleicht. Magst du ihn? Ja. Aber keine Bekanntschaft ist es wert, dass ich tatenlos zusehe, wie wir alles verlieren. Hast du dich in ihn verliebt? Haben Sie keine Angst, die Frau zu zeigen, die sich hinter der Fassade verbirgt? Die Frau, die tief in Ihnen schlummert, die hat mein Herz gewonnen. Was sehen Sie denn da? Enthusiasmus, Spontanität, Lebensfreude. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Nein, das hast du nicht. Ich muss mit dir reden. Vielleicht gehen wir in mein Büro? Oh, so schlimm. Elisabeth. Schön, dass du uns hilfst. Bitte. Habe ich eine andere Wahl? Elisabeth, es liegt mir fern, dich unter Druck zu setzen, aber ich übertreibe auch nicht, wenn ich sage, du bist jetzt unsere einzige Rettung. Ja, das habe ich ja nun verstanden. Was soll ich tun? Du rufst Berg an und verabredest dich mit ihm. Wenn es geht, heute noch. Dann triffst du dich mit ihm? Hier? Wir gehen davon aus, dass er die Kreuzworträtselseiten bei sich hat. Und dann spiele ich Taschendieben und ziehe ihm die Kreuzworträtsel aus dem Jackett? Nein, ihr traut mir ja viel zu. Damit wirst du ihn circa für eine halbe Stunde ins Reich der Träume schicken. In der Zeit kannst du in aller Ruhe die Seiten an dich bringen. Wir kopieren sie und... Kautropfen, das ist nicht euer Ernst. Ich glaube kaum, dass er dir seine gesammelten dunklen Geheimnisse freiwillig aushändigt. Das mache ich nicht. Auf keinen Fall. Das Zeug ist harmlos. Du setzt ihn einfach nur kurz außer Gefecht.
Harmlos, verkauf mich nicht für dumm, Tristan. Was ist, wenn ich ihm aus Versehen zu viel gebe? Wenn er Atemnot bekommt oder andere Nebenwirkungen? Du gibst ihm genau 3 Tropfen davon. Dann kann überhaupt nichts passieren. Bist du jetzt Mediziner oder was? Vertrau uns, er wird topfit sein, wenn er aufwacht. Und er wird sich an nichts erinnern. Elisabeth, bitte. Ich hoffe, du weißt, dass ich so etwas niemals von dir verlangen würde, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe. Wir haben aber keine andere Wahl. Es geht hier um alles, auch für dich. Wenn wir Berg nicht stoppen, dann wird er uns zerstören. Und ich glaube nicht, dass du das willst. Wie schön, dass Sie kommen konnten. Ich muss gestehen, ich war erstaunt, von Ihnen zu hören. Nun, dass wir geschäftlich nicht auf einer und derselben Seite stehen, ist ja kein Geheimnis mehr. Nein. Umso schöner, dass Sie das trennen können. Dass ich hinter Ihrem Rücken mit Yakamoto kooperiert habe, das tut mir leid, das war nicht elegant. Entschuldigung angenommen. Aber deswegen habe ich Sie gar nicht hergebeten. Weshalb dann? Weil ich Sie wiedersehen möchte. Warum eigentlich hier? Oh, wir können doch gerne woanders hingehen. Ich bin für Ihre Familie momentan der Staatsfeind Nummer 1. Da ist es schon ein wenig befremdlich, dass Sie mich ausgerechnet in die Schallzentrale von LCL bitten. Was befürchten Sie, dass Sie ausspioniert werden mit Kameras und sonstigem Equipment? Wäre das so abwegig? Sie meinen also wirklich, ich hätte ein Interesse daran, dass jemand mithört, was wir reden und dass man uns beobachtet? Kommt ganz darauf an, auf wessen Seite Sie wirklich stehen. Ich dachte eigentlich, das wüssten Sie längst. Sie können nicht leugnen, dass für Sie ein Interessenkonflikt besteht. Nein, das tue ich ja gar nicht. Aber ich habe erkannt, dass es wenig Sinn macht, dass ich mich zwischen den Fronten aufreibe. Also habe ich beschlossen, nur noch das zu tun, was für mich richtig ist. Und treffen sich mit mir. Sehr schmeichelhaft. Und zwar an einem Ort, an dem wir ungestört sind. Oder glauben Sie wirklich, Ansgar lässt sein Büro abhören? Was, wenn mich jemand beim Reinkommen gesehen hat? Dann würde ich sagen, ich habe diese Verabredung arrangiert, noch einmal zu versuchen, sie umzustimmen. Nun, da das geklärt ist, wie wär's mit einem Glas Rotwein? Sie bevorzugen Cabernet Sauvignon, wenn ich mich recht erinnere. Elisabeth, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich freue, bei Ihnen zu sein. Ich hatte schon befürchtet, wir sehen uns nicht wieder. Wir dürfen jetzt nur keinen Fehler machen. Berg denkt immer noch, dass du dich in den Abgrund gesoffen hast, also lass dich auf keinen Fall blicken. Ja, ja, ganz ruhig, Kleiner. Keine Sorge, ich bleib hier. Aber du meldest dich, sobald du irgendwas Neues weißt, okay? Was wird das denn? Willst du mich vergiften? Ich dachte, ich bring dir einfach mal die Kost des einfachen Volkes näher. Wer weiß, vielleicht musst du dich ja dran gewöhnen. Muss ich? Nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Übrigens sind wir wieder im Spiel. Und Mata Hari ist auch wieder im Einsatz. Elisabeth ist bei Berg? Sie haben Freddy Hubbard getroffen. Nein. Anfang der 80er. In einem winzigen, überfüllten Club in Montmartre. Oh, da wäre ich ja zu gern dabei gewesen. Besser nicht, sonst hätten Sie meine kläglichen Versuche am Klavier mitbekommen. Ach. Nein, nein, ich glaube schon, Sie haben sich ganz großartig geschlagen. Ich bin nach allen Regeln der Kunst gescheitert. Aber ich hatte selten so viel Spaß. Ja. Ich war schon lange nicht mehr in Paris. Und wenn dann nur geschäftlich. Was halten Sie davon, wenn wir zusammen hinfahren? Durch die Straßen schlendern, gut essen, den alten Jazzclub suchen? Das wäre zu schön, um wahr zu sein.
Ist alles in Ordnung? Das war nur so ein spontaner Einfall. Ich meine nur, wir sollten es langsam angehen lassen. Ich neige dazu, mit der Tür ins Haus zu fahren. Dabei sollten wir einfach nur den Moment genießen und den ausgezeichneten Wein haben. Ja. Möchten Sie noch ein Glas Wein? Sehr gerne. Wie lange haben Sie denn in Paris gelebt? 3 Jahre. Rückblickend würde ich sagen, die schönsten meines Lebens. Aber ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass das Beste vielleicht doch noch nicht vorbei ist. Ich wollte nur mal sehen, was für einen exzellenten Tropfen Sie mir kredenzen. Sehr schön. Und anregend. Ich könnte mich daran gewöhnen. Wie war das mit dem es langsam angehen lassen? Was soll ich machen? Sie haben eben diese Wirkung auf mich. Setzen Sie sich, dann ist sie vielleicht vorbei. Bestimmt nicht. Aber ich kann es mal versuchen. Oh, es ist noch so wenig. Gut, dass du mir... Wissen Sie, was ich Ihnen hoch anrechne? Dass ich Ihnen nicht auf die Füße trete? Sie haben bisher nicht ein Wort über Ihre Familie, die Schulden bei mir oder das Schloss verloren. Das war die Abmachung? Aber ich muss Ihnen etwas gestehen. Ich war nicht ganz ehrlich zu Ihnen. Als ich hergekommen bin, hatte ich einen Hintergedanken. Ach, Sie wollten mich betrunken machen und das dann schamlos ausnutzen. Elisabeth... Sie sind eine ganz besondere Frau, das habe ich Ihnen bereits gesagt. Auch, dass ich Sie begehrenswert und aufregend finde. Ich hätte nicht gedacht, dass mir so etwas noch einmal in meinem Leben passiert, aber ich glaube, ich habe mich in Sie verliebt. Ja, Sie müssen nicht sagen. Ich wollte nur, dass Sie es wissen und wollte mich bedanken. Bedanken dafür, dass ich Ihnen vertrauen kann. Oh Gott, wenn Sie Sie haben mich überzeugt. Sie sind so aufrichtig zu mir. So aufrichtig, wie ich schon seit langer Zeit keine Frau mehr war. Und deswegen habe ich als Zeichen meiner Zuneigung und meiner großen Verbundenheit... War das der Plan? Bist du sicher, dass du ihm nur 3 Tropfen gegeben hast? Sowieso, das musste alles so schnell gehen. Stimmt irgendwas nicht? Ach, der ist komplett weggetreten. Christian, fällt dir was auf? Das sind K.O.-Tropfen. Keine Sorge, du hast alles richtig gemacht. Der kommt gleich schon wieder zu sich. Na, hoffentlich. Die Frage ist nur, wo er... Diese Kreuzworträtselseite hat er anscheinend nicht bei sich. Er kommt zu sich, hoffentlich. Elisabeth, du musst rausfinden, wo er seine Rätsel aufbewahrt. Wir haben nur noch diese Chance. Ich tue was, ich kann raus. Vincent. Geht's wieder? Was machst du denn hier? Solltest du dich nicht versteckt halten? Ich will jetzt wissen, was los ist. Habt ihr Kasper die Rätselhefte oder nicht?
Lisbeth hat's versaut. Es lief alles nach Plan, aber er hat sie nicht bei sich gehabt. Das kann nicht sein. Er schleppt die sonst immer mit sich rum. Ja, aber wie es aussieht, hat er sich nicht mit Elisabeth getroffen, um Rätselraten zu veranstalten. Was machen wir denn jetzt, wenn er Verdacht schöpft? Er wird sich ja wohl auch wundern, warum er einfach so umkippt. Diese verdammten Tierschützer. Wenn die uns nicht die Tour versaut hätten, wären wir berglängst los und die Schulden auch. Die Frage ist, wie wir jetzt an die Kotz kommen. Jessica, was gibt's denn? Entschuldigung, aber die Handwerker, also Andi und Bella sind da und es ist angeblich sehr wichtig. Jessica, es passt gerade so gar nicht, ja? Es dauert auch nicht lange. Andi, es tut mir leid. Aber egal, um was es geht. Es passt gerade nicht, okay? Bitte, es ist wirklich wichtig. In Ordnung, Jessica. Danke. Und vergiss nicht, die Tür zuzumachen. Also, was auch immer es ist, raus damit. Es geht um die Pelze. Was ist damit? Wisst ihr irgendwas? Nein, also eigentlich, ja, doch. Doch, also, die Pelze, die wurden nicht von Tierschützern zerstört, sondern von uns. Ja, es war aber nicht mit Absicht, es war ein Unfall. Eins von den Rohren ist nach unseren Arbeiten undicht geworden. Wir haben es auch erst bemerkt, als die ganzen Pelze schon durchtränkt waren. Das glaube ich jetzt nicht. Das heißt, diese ganze Nummer mit diesen Parolen, die dahin geschmiert wurden, war einfach nur ein Ablenkungsmanöver? Wir sind halt in Panik geraten. Aber wir sind jetzt auch hier, um dafür gerade zu stehen. Genau. So gut es uns halt möglich ist. Und es tut uns echt leid. Es tut euch leid? Habt ihr beiden eigentlich auch nur den Funken einer Ahnung, was ihr da angerichtet habt? Nein, habt ihr nicht, oder? Ihr glaubt tatsächlich, ihr habt hier ein paar Pelze ruiniert. Ja, nein, nein. Ihr habt alles kaputt gemacht. Alles. Ihr habt hier alles kaputt gemacht! Sie sollten etwas trinken. Es geht schon wieder besser, danke. Das wäre aber gut. Ich kann mich gar nicht erinnern. Habe ich Ihnen mein Geschenk eigentlich schon gegeben? Ein Geschenk? Nein. Sie wollten etwas aus Ihrem Jackett holen und dann sind Sie ohnmächtig geworden. Wie ein aufgeregtes Schulmädchen. Wenn Sie das weitererzählen, ist mein Ruf ruiniert. Nein, das tue ich nicht. Ich kann es für Sie aufmachen. Meines Lebens verbringen. Ihnen die Welt zu Füßen legen. Tragen Sie ihn. Ja. Damit Sie sich immer daran erinnern, wie hinterhältig Sie mich verraten haben.